Markus, wir haben uns eben schon kurz unterhalten. Jetzt ist die Siegerehrung gelaufen. Ja, was ist da so für ein Gefühl in dieser Karriere und hier in Bischofshofen jetzt? Ah, gerade, ja, also mir raubt selten den Atem, aber jetzt gerade, ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Ja, ist gerade ein bisschen viel, was auf mich einprasselt und bin einfach überglücklich, dass wir da zu zweit auf dem Podest stehen. Und ja, jetzt wird es gerade ein bisschen emotional, aber es ist ganz geil, ja. Beschreiben Sie nochmal die Situation. Es gibt ja noch diese Ziele, die ja nicht ausgehen. Der Weltcup-Sieg, ne? Den hatten Sie, ja weiß ich nicht, vor Augen vielleicht nicht, aber wahrscheinlich beim Abschwung haben Sie schon gespürt, das wird nichts, aber ist auch nicht so schlimm, ne? Ich habe schon gemerkt, es wird wahrscheinlich nichts, aber ich habe trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen. Aber wenn man mal einen versemmelt, dann muss man schauen, dass man noch runterkommt. Und ich glaube, das habe ich zurzeit die Form, dass ich einfach auch mit wirklich sehr schlechten Sprüngen noch einigermaßen konkurrenzfähig bin. Und ich bin einfach glücklich, heute noch Fünfter geworden zu sein. War doch ziemlich viel Druck dann auch am Schluss. Und ja, ich bin einfach happy. Und jetzt dann die Siegerehrung genossen zu zweit. Da werden wir uns erstmal nicht aufschnäuzen dann.